So, willkommen hier zurück bei Soulstorm in der unmittelbaren Endphase. Endphase deshalb, wir haben bloß noch zwei Gebiete zu erobern. Eins davon ist die Basis unseres letzten Feindes, den verhassten Elder. Und wo wir gerade hierbei sind, ich frage mich eigentlich, was das hier ist. Das scheint nur Dekoration zu sein. Keine Ahnung, warum man sowas macht, aber in Ordnung. Das hier könnte das Sonnensystem sein, wie es gerade ist. Und zwar sehen wir hier die Sonne, dann hier Kaumrabe 1, 2, 3 und 4. Dann müsste es wahrscheinlich noch 5 und 6 geben, so wie das aussieht. Und das sind deutlich größere Planeten. Sieht aus, als wären die schon größer als die Sonne. Aber die sind wahrscheinlich eher nicht zu beachten. Okay, gut. Genügend hier rumgesülzt. Die gehen zurück in ihre Hauptbase, das gefällt mir sehr gut. Dann können wir hier mit aller Macht angreifen. Die kaufen uns auch noch dazu. Dann bauen wir hier ruhig alles, denn wir haben mehr als genügend Anforderungspunkte dafür. Schicken alle Truppen hier los und dann Angriff. Das ist ein relativ einfaches Gebiet. Trotzdem zwei Basen mit eventuellen Elite-Einheiten. Wir werden sehen, wie schlimm das dann wirklich ist. Stufe 5 sagt mir aber auf jeden Fall, dass es recht entspannt ist. Und es ist, eine dieser etwas linearen Maps. Die sind auch recht schnuckelig und angenehm zu spielen. Ich würde sagen, hier ballen wir gleich mal alles in einem Trupp zusammen. Dann schaue ich mir mal an, was die haben können. Okay, drei Trupps, drei Schattenlanzen. Das ist in Ordnung. Wir sind die Überbringer des Todes. Wo sollen wir zuschlagen? Schön, wie schnell ihr euch bewegt. Okay, weiter geht's. Immer voran. Bin so langsam verwirrt, wer hier eigentlich was einnimmt. Und Geschwindigkeit. Was haben wir da jetzt eigentlich gerade als Trupps? Alles Sybarif, Sybarif, Heldin, Heldin, Heldin. Mandrak, Himunku. Munkulus, Munkudunkulus, keine Ahnung. Es gibt viel Schrecken zu überbringen. Skyborgs, bereit! Hisst die Flagge von Komora! So, das sollte doch eigentlich dann auch kein Problem mehr sein. Ich schätze, dass dann wahrscheinlich hier auf der zweiten Hälfte eine Basis ist. Und dann hier hinten noch mal drin. Aber das werden wir alles gleich sehen, nachdem wir hier erobert haben. Hemunculus Grumenel, ihr sollt euch mal bitte den. Schließt sich jetzt mal den Banshees an, ist ja egal, wen die sich hier anschließen. Das strategische Ziel übernehmen wir mal ruhig. Denn ihr wisst ja, Infiltration und Elder, das passt nicht wirklich zusammen mit uns. Deshalb werden wir das Ding einnehmen, was dann einen größeren Radius abdeckt. Wir sind Blitze mit Reißzähnen. Hisst die Flagge von Komora! Dann mal los. Dann hisst man die Unsere Flagge Flagge. geht in den Wind. Nice shit. Wir sind bereit. Und den hier noch, wenn ihr gerade dabei seid. Und ihr könnt ruhig mal die Reliquie einnehmen. Es ist so schön, wenn man so eine überwältigende Anzahl an Truppen hat, dass man dann wirklich in Windeseile die halbe Karte dann eingenommen hat. Okay. Wir sehen hier auf Anhieb nichts. Wir gucken mal in den Ecken hier. Da wollen sich hier ein paar schwarze Keiner verziehen, ne? So haben wir ja nicht gewettet. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Region, aus der die Angriffe kommen. Wir sind Blitze mit Reißzähnen. Da kommen noch welche. Hier erobern die gerade. Wir sind bereit!
Das haben die. Dann, da kommt anscheinend noch was an. Und stellen wir uns hier hin. Und Geschwindigkeit. Das hasse ich, wenn hier eine Schattenwake versucht rumzukommen und dann alles blockiert. Und dann einer dieser Zybarif dann alleine sich gegen eine ganze Armee stellen muss. Und dann wundern sie sich natürlich, dass sie dann ihre Moral verlieren. So. Oder vielleicht auch deshalb, weil die hier die Ranger schon wieder stehen. Okay. Bas ist ja da. Das vereinfachen die Kriegs-Harpien jetzt auch gerade ein bisschen. Klingen-Harpien, sorry. Da zerstören wir natürlich alles in Windeseile. Auch die Kristallsänger haben keine Chance, trotz ihrer Teleportationsfähigkeiten. Das zertrümmert. Und den Seelenschrei bitte. Natürlich schön, wenn man frühzeitig die Elder angreift, dann haben die keine Infiltrationsfähigkeiten für das Warp-Portal. So. Auch wenn die Jungs jetzt hier uns ein bisschen übernehmen, vielleicht können wir sie ja vernichten, indem wir ihre Basis zerstören. Dann verschwindet der Gegner komplett. Und das war er nicht, das ist in Ordnung. Jetzt nur noch die andere Base. Denke mal, dass die direkt nebenan ist. Weil so richtig andere Punkte dafür gibt es gar nicht mehr. Also würde ich die hier vermuten und da habe ich höchstwahrscheinlich auch recht. Deshalb greifen wir da auch an. Aber da wollen schon wieder ein paar Gardisten uns die Suppe versalzen. Aber was sind Gardisten? Krieger sind viel besser als Gardisten. Und da müssen die sich sogar verziehen. Aber es ist gut, dass die uns zu einem Kristallsänger gelockt haben. Wenn der jetzt irgendwo schon wieder hier seine kleinen Dinger bauen würde, seine Portale, dann würden wir schon wieder alter aussehen. Noch so ein Kristallsänger. Dann verpassen wir auch noch eine. Die normalen Elder sprechen übrigens genauso metallisch verzerrt wie die Dark Elder. Allerdings ein bisschen weniger bestialisch. Hat gerade einer Granaten auf uns geschmissen. Na, sowas aber. Tückische Elderhunde. Bin ja rassistisch. Ich mag ja keine Elder als Dark Elder-Spieler, ne? Das finde ich auch übrigens ganz schön, dass wir auch wie in Dawn of War unseren Erzfeind als letztes aufgehoben haben. In Dark Crusade waren es ja die Space Marines, als wir mit dem Chaos gespielt haben. Und hier sind es die Dark Elder mit den Eldern. Das war übrigens zufällig gewählt, dass ich die Space Marines als letztes besiege. Und mit den Dark Eldern, als ich mit den Dark Elder LP angefangen habe, habe ich das dann bemerkt, dass wir das eigentlich so gemacht haben. Und dann habe ich das hier auch noch dann der Tradition halber belassen. Nach diesem Warp-Portal-Knoten sollte es vorbei sein. Ja, gut. Wunderbar. Ich würde sagen, das war der letzte Gegner.
So, der Ressourcenbonus, wunderbar. Verlierer sind die kalten und hochmütigen Trupps der Elder. Von wegen, wir sind noch kälter und hochmütiger. So, alles haben wir erobert. Komischerweise ist hier ein bisschen was frei und hier auch. Und hier auch, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil manche Einheiten mehr haben, manche nicht. Also Völker meine ich damit. Und ja, beenden wir den Zug. Ach Gott, nein. Machen wir Ergebnis. Oh yeah. Da hat jemand gewonnen. Und die Hälfte der... eingebüßt. Warum mache ich das? Haben wir jetzt alle? Nein, noch nicht. So, jetzt haben wir alle. Das sollte ausreichen. Und ich würde sagen, wir greifen an. Auf zum letzten Gefecht. Wohlgemerkt, wahrhaftig das letzte. Ja, dann... Elder gegen Dark Elder. Ich habe mich schon das ganze LP lang darauf gefreut. Angriff! Mehr als alle anderen Völker beschäftigen sich die Elder mit der fernen Vergangenheit und der fernen Zukunft. In Visionen sah Runenprophetin Caris das Wiedererwachen ihrer alten Feinde, der Necrons, auf Kaurava 3 vorher. Ein Warp-Portal, das seit vielen Jahrtausenden nicht genutzt worden war, erwachte zu neuem Leben. In einem winzigen Augenblick wurde ein öder Bereich des Wüstenplaneten zu einer wachsenden Operationsbasis. Und die Eldar begannen aus ihr herauszuströmen. Ebenso schnell entzog sich diese Festung wieder den Blicken. Sie wurde durch eine List der Eldar verborgen. Die Eldar hatten nämlich schon vor langer Zeit begriffen, dass kein Bollwerk, egal wie stark, den langsamen Fortschritt der Necrons aufhalten konnte. Nur Illusion, Betrug und Fehlleitung konnten dieses Ziel erreichen. Und dies sind genau die Dinge, in denen die Eldar unerreicht sind. Die Eldar hatten eine große Herausforderung für ihre Invasoren vorbereitet, mit allen Finden und Betrügereien, die sie aufbringen konnten. Diese Festung war nicht nur eine Stellung, nicht nur eine strategisch wichtige Stelle, nicht nur die Lagerstätte vieler Eldar-Geheimnisse. Nein, durch ihre lange Geschichte war sie für die Weltenschiff Eldar ein Heiligtum geworden. Und dementsprechend wollten sie sie verteidigen. So, da habt ihr es gehört. Und nochmal zur Erinnerung, diese Festung hier spiele ich wie die letzten paar blind. Hab davon also keine Ahnung. Werde mich überraschen lassen, ob wir genauso versagen wie mit den Chaos gegen die Space Marines. Viel Spaß erstmal mit dem Intro-Movie. Sie die Geschichte dieses Ortes, den wir Essel Irtanil und die jungen Völker die Oberwüste nennen? Wir, die Elder, haben hier in früheren Zeiten unser Kriegslager aufgeschlagen. Ja, so ist das.
Unsere Ahnen kamen hierher, um die Necrons zu bekämpfen, als sie wie eine überwältigende Woge über die Welten schwappten. Dieses System war eine ihrer Stufen der Zerstörung, ihre Gießerei der Untoten. Unsere Ahnen haben sie hier besiegt. Wir bauten unsere Kriegsoperationszentrale hier als Illusion auf. Keine brutale Armee, keine Streitkraft konnte ihre Geheimnisse aufdecken. Und das wird auch nie passieren. Nein, es ist mehr als eine Illusion. Dieser Ort, den unsere Ahnen geschmiedet haben, ist eine Falle. Er ist ein Netz, das mit Blättern bedeckt ist, auf denen wilde Bestien laufen, weil sie von einem blutigen Köder angelockt wurden. Sie werden gefangen und sind dann der Willkür des Jägers ausgeliefert. Nein, wir werden unser Geheimnis wahren. Keine Streitmacht kann ein Ziel angreifen, das sie nicht findet. Wir werden unsere Stellung in dieser Welt nicht aufgeben. Kaurava gehörte einst uns und es wird uns wieder gehören. So, da habt ihr es gehört. Hat leider ein bisschen geleckt in der Intro-Sequenz. Dafür kann ich aber nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal bis zum nächsten Mal zur letzten Festungsmission in Soulstorm. Bis dann.